Okay, machen wir kurz mal hier etwas Licht. Das habe ich auch noch vergessen hier. Also, wir kommen zurück bei World of Warcraft. Wir kümmern uns heute um den zweiten Teil der Kriegsveteranen. Okay, also. Oh. Oh, jetzt habe ich es weggeklickt. Okay, egal. Was wir wissen müssen ist, Sylvanas hat Zaufang letzte Woche irgendwie da in den Teufelswald geschickt. Wir wissen nicht genau warum. Das hat sie auf jeden Fall gemacht. Und wir durften nicht mit. Wir müssten hier an der Dunkelküste weiter unser Unheil verrichten. Und jetzt müssen wir irgendwie, Sylvana sagt, die Iwische zerstreuen sich, die Mauern fallen einen nach dem anderen, die Zeit ist gekommen, der Weltenbaum gehört uns. Sucht Zauberfang, wir setzen dem ein für alle Mal ein Ende. Und das heißt, wir müssen mal schauen, wo Zauberfang sich herumtreibt. Wir fallen natürlich da an, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Darum die ganzen Warquests lassen wir jetzt stehen, die brauchen wir eigentlich auf dem Charakter nicht. Wir haben eine hoch genug Gegenstandsstufe, dass wir das nicht wirklich machen müssen. Das heißt, wir gehen nach Lordanel. Schauen wir mal, was uns dort erwartet. Wir sehen auch heute den nächsten Animationskurzfilm, der zu dieser Questreihe eigentlich gehört. Das heißt, der ist deswegen einen Tag später rausgekommen, weil er quasi die Endsequenz zu dieser Questreihe darstellt. Egal, ob man jetzt auf der Allianz-Seite oder auf der Horde-Seite levelt, ist genau dasselbe, also man sieht immer die gleiche Sequenz. Und das heißt, wir werden einfach fertig questen, dann sehen wir den Kurzfilm automatisch. Ich werde dann vielleicht kurz Pause machen und dann in der Pause nochmal herzeigen, vielleicht. Schauen wir mal. Und ich glaube, ich habe auch den Autofokus meiner Kamera jetzt repariert, ich sollte jetzt nicht mehr so unscharf sein wie die letzten paar Male. Schauen wir mal, ob das hält. Ja, sind die gleich da? Ich habe mir den Animationsfilm schon angesehen gestern. Das war nicht besonders beeindruckt, aber schauen wir mal, ob sich das ändert, wenn ich die Questreihe vorher spiele. Ich habe Gott sei Dank nur ein. Ich habe die Zwischensequenz jetzt quasi nur einmal gesehen, aber es stehen schon wieder 100.000 Leute hier rum. Das ist unser Hochfürst Zauberfang, der höchste Militäranführer der Orks. Unser Weg wäre gefährlich, aber wir haben unser Ziel. Ich werde keine Unschuldigen umbringen. Solange sie nicht ihre Waffen gegen uns erheben, werden wir sie verschonen. Geht nach Lordanel und nehmt alle Zivilisten gefangen, die ihr vorfindet. Wir werden sie verhören und anschließend freilassen. Aber jetzt klingt das sehr nobel. Jetzt kommt's drauf an. Nur Lordanel steht uns noch im Weg, bevor wir danach das einnehmen und Kalimdor zurückerobern können. Wir sind die Verteidiger, wir können nicht riskieren, dass auch nur ein einziger Feind entkommen zu lassen, bis wir die Kontrolle über den Weltenbaum erlangt haben. Ich will, dass hier wieder Ordnung herrscht, wenn der Kriegshäuptling eintrifft. Das heißt, wir müssen die Zivilisten gefangen nehmen und die Verteidiger natürlich aus dem Weg räumen. An der Küste von Lordanel sind beträchtliche Verstärkungen stationiert, genug, um uns wieder zurückzudrängen. Aber mit einem schnellen Schlag können wir diese Bedrohung ausschalten. Durchbrecht ihre Linien, tötet beide Anführer ohne Führung und die Streitmacht in sich zusammenfallen. Okay. Das ist ein typischer Auftrag hier. Schauen wir mal, ob wir da auch genug Gegner finden werden.
Ja, es sind schon einige von den Gegnern hier verstreut. Wir müssen nur schauen, wo die Anführer sind, weil die will ich eigentlich töten. Ja, da drüben, glaube ich, habe ich schon die erste gesehen. Da ist sie schon. Wenn wir uns nicht gehen lassen, die niederzuprügeln. Ja, sehr, sehr gut. Wir lassen natürlich alle nichts Besonderes fallen hier. Auch wenn es teilweise ziemlich starke Gegner sind. Braucht dieser Zivilisten hier. Gibt es noch hier irgendwie, aber irgendwie. Das ist wahrscheinlich das Problem, dass relativ viele Leute hier die Zivilisten einsammeln wollen und. Sind wir wohl nicht die Einzigen, die hier die Zivilisten retten wollen? Ah, das sind hier genug, sehr gut. Okay, da drüben ist noch einer. Da müssen wir nur mal den letzten Anführer auf die töten. Zur Strecke bringen, wollte ich eigentlich sagen. Nicht auf die Strecke springen. Wir haben gestern, ich war gestern Abend auf einem Geburtstag essen. Meine Freundin hatte Geburtstag. Und da gab es eine Diskussion über österreichische Mundart und wie man gewisse Sachen ausspricht. Wo es unter anderem auch auf dem Weg diskutiert wurde, wie man es genau ausspricht und ob man das im Österreichischen überhaupt sagt. Also, gar nicht so eindeutig. Ich brauche noch eines an Zivilisten hier. Ja. Ja, sehr gut. Dann brauchen wir nur mehr die letzte Anführerin. Oder sind wir mit den ganzen Schiffen hier gelandet? Das ist ja blöd. Also blöd für die nämlich, weil die Schiffe werden alle wahrscheinlich kaputt gehen. Wenn so viele Spieler helfen, dann ist es relativ unspektakulär, leider. Weil es nicht wirklich schwer ist, wenn. Aber man hat schon halbwegs den Eindruck, dass hier Krieg herrscht. Das haben sie schon halbwegs gut hinbekommen. I am Sarfang, brother. So, haben sie hinausgejagt und wir haben. Die. Aber ich spüre, dass etwas nicht stimmt. Okay. Lordana ist jetzt sicher, aber irgendwas fehlt noch. Es war keine Spur von Sturmgrim zu sehen. Weil Furion hätte niemals Lordana kampflos fallen lassen. Er muss ihre Verfolgung aufgenommen haben. Damit meint er natürlich Sylvanas. Meine Armee ist im Norden, ist von Norden her gekommen und unsere Verstärkung ist aus dem Süden eingetroffen. Das bedeutet, dass sie sich nicht auf irgendeiner Straße befinden. Ah, okay. Durchsucht mit mir den Wald. Wir werden sie finden und das ein für alle Mal erledigen. Okay. Wie war das? Make haste. The war chief awaits. Gerne. Er ist aber nicht so wirklich schnell mit deinem lahmen Wolf hier. Okay, ich glaube, wir können ja vorausreiten hier. Oder vorausfliegen, genauer gesagt. Oh, ich habe übrigens auf Kräuterkunde umgeskillt. Das Problem ist, dass diese Zone vor unseren Augen jetzt in eine separate Instanz wechselt. Das heißt, die Kräuter, die hier sind, kann ich nicht einsammeln. Weil sobald ich über den Zonenrand gehe, verschwinden die Kräuter, die in dieser Zone sind, weil das theoretisch eine andere Instanz ist. Das ist dieses Phasing, von dem ich schon mal gesprochen habe. Teilweise wirkt es etwas merkwürdig, aber so ein Kunden dann funktioniert so. Oh, ah. Hey, mal vorhören. The war chief faces Stormrage alone. I must.
dishonorable blow. I regret it. Regret nothing. You did well. It was not my place to interfere. My victory was inevitable. He was merely wasting my time. Finish him and be done with it. Take a moment if you like. Then take his head. Meet me at the World Tree. You have led your horde in service of death. You will regret this day. Malfurion, no! You did not kill him, Orc. Why? I struck without honor. I did not deserve to end him. This entire war is without honor. How dare you spill so much innocent blood for nothing? Not for nothing. We spill blood so that the Horde will endure. Because you spared Malfurion, I will offer you a choice. Attempt to stop me from taking him away and die, or remain there kneeling in the dirt and live. You have a choice as well. Take him to Darnassus and both of you will fall when we conquer it. Or flee somewhere far from here so that you both survive. Come, champion. We must follow our war chief to victory. Oh, okay. Und die teleportieren sich hier weg, oder wie? Okay. Dann sprechen wir mal zu Sylvanas. What joy is there in this curse? Okay, also die Horde wird fortbestehen. Secure the beach. Prepare to invade the tree. Why? Why? You've already won. Only innocents remain in the tree. This is war. No. This is hatred. Rage. Windrunner. You were... defender of your people. Do you not remember? I remember. A fool.
will soon join your loved ones. I grieve for you. You've made life your enemy. And that is a war you'll never win. You can kill us, but you cannot kill hope. Can't I? Burn it. So, wieder alles mal einblenden. Was mit Katze? Hm? Komm Katze, da kannst du jetzt drauf. Kannst du oben bleiben. Ja, kannst du oben sitzen bleiben. Also, das war der Brand des Teldrassil-Baums. Da hat es einige ziemlich böse YouTube-Videos dazu gegeben, weil die Art, wie diese Zwischensequenz oder dieser Kurzfilm herübergebracht hat, warum Sylvanas genau den Befehl gibt, den Baum niederzubrennen, es wirkt etwas aufgezogen. Also, okay. Wir bekommen, dafür, dass wir die Quest 3 durchgezogen haben, bekommen wir kampfzerschlissene Zügel. Der Seuchenfledermaus von Unterstadt. Das ist mal ein Name, den ich niemals aussprechen werde. Schauen wir ganz auf. This mission, I did not foresee this outcome. Our attack was meant to end a war before it began. To capture an enemy's home and annihilate their leaders in one stroke. To inflict a wound that would bleed the Alliance dry. We have only partially succeeded. The Alliance will retaliate. They will come for us. For me, for you. But they are bleeding. Their anger will prove a weakness, not a strength, in the war to come. Rest while you can. Prepare for the battles ahead. I will have need of you. Oh. Okay, also, weiter geht's dann nächste Woche mit dem Kampf um die Unterstadt. Und zwar wird die Allianz dann ihre Kräfte sammeln und hier angreifen. Das werde ich nächste Woche natürlich nicht spielen können, ich bin nicht zu Hause. Aber kommen wir kurz zurück darauf, was hier passiert ist, nämlich schwierig, also... Viele Leute haben gesagt, Blizzard hat einige Hinweise fallen gelassen darüber, dass es bei diesem. Alle haben gewusst, dass der Baum brennen wird, nur es hat niemand gewusst, wer in den Brand steckt, weil die Zwischensequenz nicht am Testserver war und natürlich geheim gehalten wurde, ganz klar. Und alle haben sich erwartet, dass es irgendjemand anderer aus Sylvanas ist, weil Sylvanas natürlich die offensichtliche Wahl ist für den, der den Baum im Brand steckt. Und Blizzard hat dieses Feuer, dieses Spekulationsfeuer, sehr stark geschürt in den letzten paar Wochen. Das war, hat sich herausgestellt, dass das nicht so eine tolle Idee war, weil wenn sie dann wirklich Sylvanas in diese Rolle stecken, dann sind sehr viele Leute etwas enttäuscht, weil sie sich eine kleine Wendung erwartet haben, die das Ganze etwas relativiert oder so. Es gibt immer noch einige Auswege, die sie sich schreiben könnten mit den alten Göttern, weil es wird von sehr vielen Leuten erwartet, dass die alten Götter eine große Rolle spielen werden im neuen Expansion Pack. Und haben wir jetzt die World Quests noch? Ja.
Ah, okay, wir können sogar zurückreisen. Das heißt, es könnte immer noch sein, dass Sylvanas unter dem Einfluss der alten Götter gestanden hat. Das halte ich allerdings aber für relativ unwahrscheinlich, weil dann müssten auch andere relativ prominente Charaktere von den alten Göttern quasi eingenommen worden sein, und das sieht momentan nicht so aus. Also. Aber was ich dies kann auch werden, schauen wir mal. Auf jeden Fall, die Hordenzonen vom 9X Matchback haben eine Zone, wo es hauptsächlich darum geht, dass ein Trollstamm sich sehr darum bemüht, einen alten Gott oder den Vasallen eines alten Gottes auszugraben und wieder zu erwecken dort. Und das ist, könnte vielleicht damit zu tun haben. Außerdem haben wir es mit Ashara zu tun, das wissen wir schon. Auch nächste Woche kommt ein Animationsfilm, der sich dann Ashara selbst widmet, höchstwahrscheinlich auch ihrer Vorgeschichte, um die Spieler, die nicht die Chroniken gelesen haben oder die nicht sehr viel Comics gelesen haben, darauf vorzubereiten und damit bekannt zu machen, was Ashara, wie Ashara quasi entstanden ist, unter Anführungszeichen. Eben, dass sie die Hohepriesterin der Hochelfen war und dann irgendwie korrumpiert wurde von der brennenden Legion, der Brunnen der Ewigkeit dann quasi explodiert ist und sie dort gefangen war in diesem Mahlstrom. So, was gibt's hier noch zu tun eigentlich? Nicht mehr viel, wir sind am Ende des Expansion Packs von Legion. Was ich noch machen könnte, ist, ich habe noch einige Quests, die ich nicht gemacht habe, und zwar die Tode von Chromie. Das ist eine kurze Questreihe, die muss man nicht unbedingt machen, die kann man später auch noch machen. Und da geht es darum, dass wir, Chromie ist ein Bronzedrache, der die Zeit manipulieren kann, oder die Zeit manipulieren kann. Und ihre humanoide Gestalt ist eine kleine Gnomenfrau. Und da geht es irgendwie darum, dass sie stirbt und wir müssen das verhindern und nehmen wir zurück in die Zeit reisen und sie warnen oder wie auch immer. Das ist eine ziemlich lustige Geschichte, weil man über eine Questreihe immer mehr von den Ereignissen erfährt, die dazu führen, dass Chromie sterben sollte. Deswegen die Questreihe auch die Tode von Chromie heißt natürlich, weil sie jedes Mal stirbt am Ende des Quests. Aber man sieht immer mehr von der Vorgeschichte und kann immer mehr reagieren und an immer mehr Orte reisen. Das könnte man machen. Und ich habe umgeskillt auf Kräuterkunde und da habe ich den Sternlicht Rosenstaub. Werden wir gleich mal erledigen hier, wenn wir mal landen und nach Dalaran reisen. Weil diese Umgebung hier kennen wir alles schon. Haben wir uns herumgetrieben mit unserem tollen Krieger. Und hier haben wir den Zauber Traumwandlung. Oh, Traumwanderung. Entschuldigung. Und Traumwanderung versetzt uns in den smaragdgrünen Traum, von dem ich schon so viel erzählt habe. Allerdings nur einen kleinen Teil davon. Und dort gibt's Portale. Also sind wir hier. Und da gibt es Portale in relativ viele andere Bereiche der Welt. Der Hain der Träume ist die Druidenstätte in Legion. Die Grislehügel, Ferralas kennen wir auch noch nicht, die Mondlichtung kennen wir auch noch nicht, Dämmerwald, Hinterland, Hyal. Hyal haben wir schon gesehen aus der Ferne, das ist der Baum, den wir gesehen haben. Und dort ist natürlich auch ein... Diese Portale führen überall dort raus, wo es entweder so große Bäume gibt, oder... Ich glaube nur so große Bäume, oder eben in den Hain der Träume. Auch sehen wir hier sehr schön, da in der Mitte hier, gibt es den Teil, den verseuchten Teil oder den korrumpierten Teil des smaragdgrünen Traums, das ist der smaragdgrüne Albtraum. Da gibt es am Anfang von Legion, für Druiden gibt es hier eine Questreihe, wo man diese Korruption hier zurückdrängen muss. Und man sieht hier, das ist das, was Malfurion sehr lange schlafend gehalten hat. Und hier hinten gibt es auch ein Portal, aber das führt glaube ich nirgends mehr hin. Ja. Da gab es Gegner früher, also in dieser Questreihe gibt es einige Gegner. Und so sieht es aus, wenn der im smaragdgrüne Traum dann quasi korrumpiert ist. Wir werden den nicht mehr oft nutzen, fürchte ich, weil was interessant ist, die Muster, die hier am Boden sind, sind auch immer so Spiralen. Eben auch irgendwas mit dem smaragdgrünen Traum zu tun. Egal, also wir werden den nicht mehr so allzu oft betreten, weil die Portale, die hier durch die Welt führen, führen uns hauptsächlich in die alte Welt und eben in die verheerte Küste. Wo sich die Handlung von Legion abspielt. Das heißt, da werden wir nicht mehr allzu viel zu tun haben. Oh, ich bin schon müde. Ich werde jetzt kurz mal Pause machen, wenn wir in Dalaran sind.
Und in der Zwischenzeit wahrscheinlich das, ich werde ganz normal Pause machen. Und mir Red Bull holen. Also wir gehen diesen Kräuterkunde-Quest noch ab in Dalaran und schauen uns Dalaran dann noch nach der Pause etwas an und dann überlegen wir noch, ob ich nicht eine Instanz erzeuge, vielleicht eine 5-Mann-Instanz oder eine Raid-Instanz. Wir hatten genug Zeit und dadurch, dass wir uns auch heilen können, weil wir relativ gute Heilausrüstung haben. Kann ich mal aktivieren hier. Wobei Raid ist wahrscheinlich etwas blöd, weil... oh, da fehlt etwas bei den Sets. Was fehlt hier? Anlegen. Das heißt, der kann gar nicht ausgerüstet werden? Oh ja. Oh, das ist nämlich falsch. Okay, ja, das müssen wir so speichern. Für jede Spezialisierung gab es in Legion eine eigene Waffe. Es gab so Artefaktwaffen, die quasi für die ganze Expansion relevant geblieben sind. Und das waren für die... Wo sind sie jetzt? Sind Eule? Hier. Für die Heilung, also für die Heilungsspezialisierung des Druiden war das der Kahani, der Mutterbaum, oder genauer gesagt ein Ast davon. Für die Mondkindereule war es das Sichel von Elun. Und dann gab es noch zwei andere, und zwar, wo sehe ich die hier? Da, das war die Fänge von Aschamane für die Katze. Und die Ursox-Klauen für den Bär. Also man kann sich hier mit Wildheit und Wächter in jeweils die Katze und den Bär verwandeln. Gehen wir mal unseren Quest ab. Und mit Heilung sollten wir relativ wenig Probleme haben, einen Dungeon zu finden. Ich weiß nicht, ob es optimal ist, wenn wir... Wo kommen wir hier hin? Sternlicht Rosenstab. Ah, 19 Gold. Versucht... okay. Okay, ja, das können wir annehmen. Das machen wir vielleicht noch. So, ich zeig dann gleich auf Dalaran her. Und dann schauen wir uns eine Instanz an. Vielleicht... Moment kurz. Grid 2. Allgemeine Einstellungen. Irgendwie. Ah, das ist nur, wenn ich in einer Gruppe bin. Okay, ja. Okay, das heißt, ich kann hier. Layout. Raid. Brauche ich nicht. Auch nicht. Ja, wo sind die Zolle? Hm. Ich schaue mir gerade meine Units-Frames an, weil beim Heilen geht es darum, schnell verbündete Leute anzuvisieren und dann zu heilen, natürlich. Wer hätte das gedacht? Und Fenster immer. Ah, okay, jetzt geht's. Okay. Ah, das ist zu viel eigentlich. Ich muss mal das aufschieben. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist eine Reihe zu viel hier nämlich. Das irgendwie Fenster sperren. Wir müssen es etwas weiter raufschieben. Und zwar so. So, dass es in der Mitte bleibt, circa. Hat einen speziellen Grund. So, jetzt kommen wir wieder weg. Dann nehmen wir die Fenster sperren und zeigen es immer nur an, wenn wir in der Gruppe sind. Und je nachdem, wo wir Gruppe oder Raid sind, dann stellen wir das immer um. Und ich habe mir auch so. Ich habe mir auch so ein Add-on geholt, wo ich einfach nur auf mit speziellen Maus- und Tastaturkombinationen auf bestimmte Unit-Frames draufklicken muss, zum Beispiel bei mir, um automatisch Zauber zu zaubern. Das sehen wir hier schön. Und das hilft mir beim Heilen ungemein, also das ist nicht zu verachten. Fehlt hier irgendwas noch? Schauen wir mal kurz. Wir haben blühendes Leben haben wir sowieso auf der Maus und Tastatur. Rasche Heilung nachwachsen auch. Ursachenschwarte brauchen wir nicht. Verjüngung haben wir auch. Der Rest ist sowieso in der Aktionstaste, das heißt, wir haben nichts vergessen. Gut. Ich gehe mir kurz was zu trinken holen. 2-3 Minuten oder so. Vielleicht Katzen füttern oder Katzen streicheln. Ist auch lustig. Und dann sehen wir uns gleich wieder in Dalaran, wenn wir einen Raid suchen.